Einen wunderschönen herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Vor mir steht Anton von der Die Partei. Willkommen. Hallo, ja, ich bin der Anton. Ich bin Mitglied bei der Partei Die Partei Fürth und ich habe heute in Fürth die Demo Rette das Internet organisiert und geleitet. War super. Ja, ich war selber live dabei. Ihr habt das wahrscheinlich auch schon alles mit angeschaut. Wie viele Zahlen würde ich durchchecken, waren es? Also, ich bin ehrlich. Wir haben mit ca. 200 Personen gerechnet. Also auf dem Papier steht 200. Dann sind wir angekommen, 12:45, da waren schon einige da. Und dann kurz vor 1 habe ich nach oben geguckt. Boah, das sind deutlich mehr als 200. Und es wurden immer mehr. Zwischenzeitlich im Zug hatten wir 1500 bis 1700 Leute, die mit dabei waren und mitgeschrien haben. Und es war grandios. Es war durch die Bank eine gelungene Demo. An der Abschlusskundgebung waren jetzt zwar nicht mehr so viele, aber klar, ich meine, bei Reden gehen viele Leute, Hauptsache mitschreien. Klar, ist verständlich, aber ich denke, wir waren trotzdem an die 500 bis 600 Leute am Ende trotzdem noch. Ich glaube mal, das waren viel, viel, viel mehr. Ja, beim Lauf wahrscheinlich 2000 Leute, würde ja, ich gerade mal checken. 1,5 bis 2000, ja. Ja, muss ich mal mir das Rohmaterial auch nochmal anschauen. Ja, Artikel 11, 12, 13 oder nach der 9, 18, 15, 16, 17. Was sagst du dazu? Geht gar nicht. Ja? Also, ich meine, wie wir heute gesehen haben, haben wir ein Zeichen gesetzt. Wir wollen keinen Upload-Filter, wir wollen keine Zensur im Internet haben. Wir setzen uns dazu ein, unser Internet zu schützen und damit auch unsere Meinungsfreiheit. Und ich glaube, das haben wir heute deutlich gemacht. Die CDU und CSU, die können uns mal, weil wir wollen, wir tanzen nicht nach näheren Pfeife. Was die wollen, wollen wir nicht. Und hoffentlich haben wir das heute klar gemacht, zumindest in Fürth. Was in anderen Städten abgeht, weiß ich nicht. Ich habe noch keine Zahlen oder Bilder, aber es ist genauso. Und jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass die CDU, CSU darauf reagiert. Na, ob sie es tun, weiß ich nicht. Aber sowas wie Artikel 13 sollte auf keinen Fall umgesetzt werden. Ja, wir haben nur noch ein paar Tage. Dann wird das ja im EU-Parlament abgestimmt. Was können wir bis dahin noch tun? Ja, was können wir tun? Wir können uns im Internet engagieren. Wir können Spontan-Demos, ich glaube, jetzt bezweifle, dass noch weiter Demos sein werden, aber wir können uns im Internet dafür kundtun. Wir müssen wählen gehen und wir müssen die richtigen Parteien wählen und nicht die CDU, CSU. Oder von mir aus auch manche von den SPD, auch wenn natürlich die SPD heute gezeigt hat, sie sind dagegen. Aber ich meine, im Koalitionsvertrag haben sie es trotzdem gebrochen. Wir müssen einfach die richtigen Leute wählen und so können wir unser Artikel schützen. Es bringt nichts zu sagen, nee, ich gehe nicht wählen, weil Europawahl interessiert mich. Nein, wir müssen wählen gehen. Und die Jugend hat es kapiert. Jetzt kapiert es so langsam die Jugend. Und das, finde ich, ist genau das, was wir brauchen. Ja, es gab auch viele Leute an Ordner und Polizisten. Wie ist die Demo allgemein verlaufen? Die Demo ist super friedlich verlaufen. Die Ordner haben einen super Job gemacht, die Polizei war super. Es gab keinerlei Ausschreitungen. 1500 Leute einfach friedlich demonstriert, Wahnsinn. Also das gibt's auch nur, wenn es ums Internet geht, habe ich den Eindruck. Ja, da habe ich auch irgendwie das Gefühl. Wir waren ja... Oder zumindest auch Umwelt, der ja mit Fridays for Future. Ja, wir waren auch letzte Woche in Nürnberg am 16.03. da auch nochmal. Heute der 23.03., wo ja weltweit ja die Demo sind, europaweit. Warum ich immer weltweit sage, keine Ahnung. Ja. Aber ich komme irgendwie so gefühlt, dass es weltweit ist. Aber wir haben ja nur Europa und ich bedanke
mich für das Interview und auch diese Zahl, dass einfach so viele Redner da waren, dass du da warst, dass ihr die organisiert habt. Geht wählen. Und was sind wir? Wir sind keine Bots. Ganz wichtig. Immer dran denken. Ja, und wir lassen uns nicht das Internet klauen. So, danke. Ja, danke. Schönen Tag. Gleichfalls. Ciao. Danke. Ja, ich bin der Anton, bin Mitglied bei der Partei 2 Stuttgart.